In PubMed und anderen Literaturdatenbanken findet man meist in der linken Spalte eine Reihe von Filtern, mit denen man seine Literatursuche eingrenzen kann. Ich wurde nun gefragt, ob man diese Filter auch für eine systematische Literatursuche nutzen kann. Und die Antwort? Es kommt drauf an. Die Eingrenzung auf das Publikationsjahr sowie die Sprache des Artikels funktionieren gut und können verwendet werden. Hier wähle ich die letzten 10 Jahre aus. Andere Filter funktionieren über die Medical Subject Headings MESH. Dazu gehören die Spezies oder die Altersgruppe. Diese Filter funktionieren nur, wenn die Artikel schon beschlagwortet sind und wenn die Schlagwörter korrekt zugewiesen wurden. Wenn man so einen Artikel anwählt, sieht man in der rechten Spalte den Navigationspunkt MESH Terms. Und dort finden wir zuoberst die ausgewählte Altersgruppe. Das heißt, mit so einem Filter findet man die neuesten Artikel nicht, bei denen die MESH noch fehlen. Das erkennt man besser, wenn man die Treffer nach der Aktualität statt Best Match sortiert. Und daher sind diese Filter für die systematische Suche ungeeignet. Auch der Artikeltyp ist nicht von Anfang an vorhanden, sondern muss erst zugewiesen werden. Hier habe ich Case Reports ausgewählt. Und wenn wir einen einzelnen Treffer anwählen, ist hier auch der entsprechende Publikationstyp zugewiesen. Eine Ausnahme ist hier der Typ Systematic Review. Dafür verwendet PubMed zusätzlich einen Filter, der automatisch angewendet und auch auf der Website ausgewiesen wird. Leider steht da nichts zu Spezifität und Sensitivität. Zur Erinnerung, ein spezifischer oder präziser Filter findet viele relevante und wenig irrelevante Resultate. Dafür verpasst man aber einige von den relevanten. Ein sensitiver Filter hingegen findet fast alle relevanten Resultate. Dafür muss man einige irrelevante zusätzlich von Hand aussortieren. Erstellt man selber eine systematische Literatursuche, sollte man auf jeden Fall die Finger vom RCT-Filter lassen. Besser ist, diesen Studientyp von Hand herauszusuchen oder, wenn es zu viele Referenzen sind, einen validierten Filter zu verwenden. Auf der Seite ISSG Search Filter Resource gibt es eine Sammlung von publizierten Filtern zu verschiedenen Themen und für verschiedene Datenbanken. Und schließlich noch ein Tipp. Es werden nicht immer alle Filter angezeigt. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ihr eine andere Auswahl habt als ich. Ganz unten links sieht man das Feld Additional Filters. Hier lassen sich zusätzliche Sprachen oder Altersklassen und so weiter einblenden. Nun wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Literatursuche und bis zum nächsten Video.